Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare gute Nacht. Tja, wo sind wir denn hier in Stuttgart? Ja, keine Ahnung. Und darum jetzt mal ab ins Video. Ach, da steht ja Motorrad. Ja, worum soll es denn heute gehen? Heute geht es um ein Thema. Da wird man mich beeinigen dafür. Oh. Andererseits kann man auch sagen, recht so, dass er denkt, sein Motorrad demnächst verkaufen zu müssen, dieser Judas. Naja, aber ganz ehrlich, auch in der Firma bin ich derjenige, der zuständig ist, den Finger in die Wunde zu legen. Nur, dass es meistens dort gar keinen juckt. Ja, bis dann irgendwann mal die Staatsanwaltschaft kommt und sagt, warum haben Sie nicht auf den Herrn Motoyama gehört? Egal. Naja, so schlimm ist jetzt nicht, aber unter Umständen könnte es so weitergehen. Naja, jedenfalls, es soll um das Thema gehen, um wieder aufs Thema zu kommen. Streckensperrungen und Fahrverbote. Dazu mal eine kleine Geschichte. Und die Geschichte geht so. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem weit, weit entfernten Tal. Ach, guck mal da oben. In einem weit entfernten Tal, genau, das Lautertal. Ihr wisst, das ist die Strecke, die auf 50 km/h für Motorräder und ich glaube auf 70 km/h für Pkw reglementiert ist. Naja, da bin ich schon gefahren, habe mich eiskalt an die 50 gehalten und ich glaube, ich habe es verpennt, als die 50 aufgehoben waren. Ich bin halt einfach mit 50 weiter. Als dann die Motorradfahrer, die anderen, die sich hinter mir gesammelt hatten, mich überholt hatten, wusste ich dann, okay, vielleicht ist die Geschwindigkeitsbegrenzung schon vorbei. Naja, egal. Also die Streckensperrung im Lautertal. Nun ja, ich bin da schon mal gefahren, da wusste ich gar nicht, dass das das Lautertal ist. Und da war auch noch keine Streckensperrung. Aber ich bin da mal gefahren und dachte, wo bin ich überhaupt? Weiß ich gar nicht. Ich will nach Hause. Na jedenfalls, eigentlich wollte ich gar nicht ins Lautertal fahren, sondern davor schon rechts ab. Und ich stehe da so auf dem Parkplatz und gucke auf meinem Handy, dessen Straßenkarte mal wieder rumspackt. Und guck und, Alter, was ist das für ein Lärm hier? Meine Fresse! Ich guck auf die Karte. Nicht mal eine Minute später. Alter, du guckst auf die Karte, orientierst dich da ein bisschen in der Gegend und da kommen ein Rudel an Motorradfahrer entgegen. Und du fragst dich, tell me why, just why, oh why? Ey, da kommen Motorradfahrer. Und ich stehe da halt nur und guck. Und ich stehe höchstens nicht mal 5 Minuten. Und ich denke mir, Alter, wenn du da wohnst, da kriegst du ja keine 50 km/h. Nützen eigentlich da auch nichts. Ja, das ist ja die schiere Masse an Motorrädern. Ich meine, wenn du jetzt irgend so, keine Ahnung was, irgend so einen Chopper oder irgendein Sportler mit einem offenen Auspuff hast, wenn die da mal entlang lärmt, da ist er auch bei 30 km/h. Bei offenem Fenster das Ding laut. Ja, ich meine, ich wohne an einer Kreuzung, also einer sehr kleinen Wohngebietskreuzung. Und wenn da mal 5, 6 Autos, keine Ahnung warum, auf einmal hintereinander herkommen, dann fragt sich auch, Alter, was soll denn die Scheiße hier, was ist das für ein Krach? Und die Leute, die wohnen da und müssen das mit 50 km aushalten und tausende Motorräder am Tag. Da muss ich sagen, geil. Welcher Idiot hat hier vorgeschlagen, die Strecke auf 50 zu machen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Strecke kannst du gleich ganz sperren, dann hast du Ruhe. Dann musst du Anwohnerstraße draus machen. Ach, Streckensperrungen, die wegen Lärmbelästigung stattfinden, die sind ja nicht einfach so. Ich meine, da ist ja jemand da gewesen, der sich beschwert hat, dass es hier zu laut ist. Und wenn das halt irgendwie nur Motorradfahrer sind, sollte man vielleicht mal genau hinschauen und feststellen, auch Autos produzieren Lärm. Ja, aber das wird sehr gerne ausgeblendet. Dann gibt es noch die Streckensperrungen wegen Raserei. Da hat man ja auch schon gehört, da schöne Strecke mit Schlängelei, Kurven und so. Macht Spaß zu fahren. Macht Spaß, sich dort auf die Fresse zu legen, weil man meint, man müsste halt
einen Elbow-Drag hinlegen, der dann leider zu einem Hüftprotektoren-Drag wird. Ja, das ist so ein Ding. Wenn sich natürlich entsprechend viele Leute dort auf die Fresse legen, ist das ganz logisch, sagt die zuständige Behörde. Diese Strecke scheint ja wohl sehr gefährlich zu sein für Motorradfahrer. Dann sperren wir diese lieber mal für Motorradfahrer, weil da ja viele Motorradfahrerunfälle passieren. Von nix kommt nix. Und ist ja auch so. Wenn da die Leute massenhaft mit ihrem offenen Auspuff oder mit ihrem TÜV-konformen Auspuff, aber halt in Dutzend treffen und durch die Gegend fahren, nervt's. Und wenn die Leute sich da in statistisch einwandfreier Weise massenhaft auf die Fresse legen, ja, da ist doch klar, dass da was passiert, dass da halt mal eine Streckensperrung stattfindet. Daran schuld an solchen Sperrungen sind dann halt echt die Leute, die die ganze Zeit nur irgendwie Scheiße bauen. Ja! Leute, man muss ja nicht hier, ich könnte jetzt einen Namen erwähnen, so regelkonform fahren wie ich zum Beispiel, der ja grundsätzlich jedes Tempolimit einhält, wenn die Kamera läuft, nicht filtert, wenn die Kamera läuft, immer an der roten Ampel anhält, wenn die Kamera läuft und so weiter. Nicht, dass das zu Missverständnissen führt. Nein, also es ist halt so, ja, wenn man natürlich mit dem Feuer spielt, klar, logisch, kann auch mal ein bisschen Aua tun. Und wenn es halt zu oft Aua macht, dann heißt es, wir löschen das Feuer, damit der Bubi sich nicht Aua macht. So einfach ist das. Das Problem sind diejenigen, die hier Scheiße bauen. Und ausbaden dürfen es dann die, die da überhaupt klar nur ein bisschen Scheiße bauen. Ja? Ich weiß, ich kann ja keiner erzählen, dass immer und überall hier absolute hundertprozentige Regelkonformität herrscht. Ja, also ich meine, man kann es halt herausfordern. Und wenn dann halt eine Streckensperrung ist und du dich fragst, warum, und dann wird demonstriert und dann, ja, hallo, da wird demonstriert, weil die Strecke gesperrt wird. So eine Schweinerei. Die bösen Burschen vom Landratsamt. Ja, aber warum hat keiner dagegen demonstriert, dass Max Müller wieder letzte Volltrottel da mal wieder durch die Straße fegt? Und dann wundern sie sich, dass die Strecke gesperrt wird. Ach, sorry Leute, also ich meine, da muss man auch erstmal gucken, dass man den Leuten gar keinen Anlass erst gibt. Ja, da muss man halt mal eben so fahren, dass man sich nicht im Dutzend immer auf die Fresse legt oder nicht ständig ein Loch im Auspuff hat. Ja? Dann ist so eine Streckensperrungsdemonstration auch gerechtfertigt irgendwo. Aber dann sich als Opfer hinzustellen. Alter, jetzt wird die Strecke gesperrt, weil sich da mal zwei, drei Leute hinlegen. Jetzt wird die Strecke gesperrt, weil einer mit einem Loch im Auspuff gefahren ist. Nee, sorry, also so ist ja nun wirklich auch nicht. Es wird halt so dargestellt, als ob man hier ständig diskriminiert wird. Ständig. Oh, wir werden zu Unrecht bezichtigt, dass unsere Auspufftöpfe zu laut werden. Wir werden zu Unrecht bezichtigt, zu schnell zu fahren. Ups, war nicht auf den Augen. Ja, Alter, es kann es ja wohl nicht sein, dass man sich hier immer als Opfer hinstellt und sagt, ich habe nichts getan. Ja, du vielleicht als einzelne Person nicht, aber es gibt genügend andere, die eben doch zu laut und zu schnell waren. Ja, und das ist halt das Problem. Da sagt keiner was gegen diese einzelnen Deppen, die irgendeine Scheiße bauen. Ja, und dann, ja, kommt eine Demonstration in tausendfacher Ausführung anmarschiert. Ja, das sind dann halt die 1000 Leute, die 10.000 Leute, die eben nicht die Scheiße gebaut haben. Ja, aber Leute, ihr müsst nicht dagegen demonstrieren, dass die Strecke gesperrt wird. Ihr müsst dagegen demonstrieren, dass die Leute fahren wie die Idioten und dann dem Landratsamt oder wer da zuständig ist, einen Grund geben, die Strecke zu sperren. Ja, schon mal daran gedacht. Ein Beispiel dazu. Ja, du hast eine Schulklasse. Ja, einer baut immer Scheiße, der schmeißt immer mit Papierkügelchen auf die Lehrerin. Und alle müssen jetzt dann dafür nachsitzen oder eine Klassenarbeit schreiben, mündliche Noten machen. Bloß weil dieser eine Depp Scheiße baut.
Ja, dann heult die ganze Klasse. Ja? Hätte die Klasse sich mal bei dem einen Arschloch beschwert und gesagt, hör auf mit den scheiß Papierkügelchen? Ja. Leute, also ich meine, man kann sagen, ja, oh, wir müssen hier zusammenhalten. Ja, wenn aber einer oder einzelne schuld daran sind, dass alle nachher die Rechnung bezahlen müssen, nämlich in der Streckensperrung, dann sollte man vielleicht mal überlegen, ob man nicht vorher dem einen mal sagt, Junge, fahr mal ein bisschen so, dass wir hier nicht eine Streckensperrung bekommen. Ja? Aber nein, das wird nicht gemacht, weil jeder ist ja frei. Ja. Ist das dann nicht schon so ein bisschen wie Chorgeist bei der Polizei? Ja, und auch den Kollegen nicht in die Pfanne. Nein, wir helfen ihnen aus der Patsche und lassen ihnen weiter diese Scheiße bauen. Also, und Leute, wenn ihr jetzt hier ein Problem damit habt, boah, so ein Verräter, der verrät ja die Motorradsache. Vielleicht mal darüber nachdenken, dass es Sinn macht, jemandem zu sagen, dass er sich mal ein bisschen regelkonformer in der Gegend verhält, weil in der Gegend es schon öfters irgendwie gekracht hat und zu laut war und man sich beschwert hat. Und er quasi sich mal ein bisschen bremsen sollte, dass die Strecke hier nicht gesperrt wird. Ja. Und das halt den Leuten sagt, die da an auch teilhaben an der Störung. Ja, aber nö, macht man ja nicht. Nee, könnte man sich ja unbeliebt machen. Also machen wir lieber Krach und fahren da wie die Sau durch die Gegend und beschweren uns dann hinterher mit schönem Opferabo. Ja, dass man ja hier immer ständig angepimmelt wird. Dass man halt vorher aber als Einzelperson Scheiße gebaut hat, die dann nachher das Rudel ausbaden muss, darüber wird nie nachgedacht. Nee, nie. Man kann eigentlich sagen, das hat jetzt nicht unbedingt was speziell mit Motorradfahrern zu tun, sondern das kann man eigentlich durchaus auch auf alles beziehen. Ja, also dann müsst ihr jetzt als Motorradfahrer euch jetzt gar nicht mal als Motorradfahrer angepümmelt fühlen. Nee, so als Menschheit, als allgemein. Ja. Aber man gewöhnt sich ehrlich gesagt daran. Wenn man Leuten sagt, hey, mach das so nicht, sonst passiert das und das, und die Leute machen es trotzdem, dann denkst du auch irgendwann, fickt euch, mach doch. Scheiß die Wand an, ey, echt, dann kriegst du ja manchmal so einen Hals. Ja, shit happens. Fuck you. Oh, 6.58 Uhr, naja, und damit ab in die Auflösung im Intro-Quiz. Ja, wo waren wir am Anfang des Videos? Am Anfang des Videos waren wir hier in Stuttgart, Innenstadt. Tja, und das da drüben, wie ich neulich auch festgestellt habe, ist der alte Landtag. Was Tagungsort der Landtage von Württemberg, Baden und Baden-Württemberg zwischen 1947 und 1961. Hier wurde am 11. November 1953 die Verfassung des Landes Baden-Württemberg verabschiedet. Tja, faszinierend, was es hier nicht alles gibt. Und wenn euch das Video gefallen hat, oder auch nicht, oder wie auch immer, lasst wie auch immer ein Like da, schreibt einen netten Kommentar und damit tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video. Interessant. Tschüss, was es nicht alles gibt.